Er sagt einen Satz. Hallo Ja, Jörg. willkommen zu einem Frau Kripur. In diesem Video mal wieder Schulgeschichten. Der vierte Teil? Fünfte? Ich glaube, der fünfte Teil. Und heute auch wieder mit einem besonderen Fan-Artwork. Schaut es euch an. Und zwar, dieses Fan-Artwork ist auch zu der ersten Geschichte. Ja. Und zwar, ihr kennt auch alle die Plattform Steam. Das kennst du, die Plattform ja. Steam. Und es gibt ja bei Steam verschiedene Sicherheitsstufen. Ja. Es gibt ja einmal ohne, was nicht empfohlen wird. Dann ja. Steam Guard, da kriegst du so eine Codes in E-Mail, wenn du dich an einen anderen Computer anmeldest. Und dann gibt es den sogenannten Steam Mobile Authenticator. Und da fügst du eine Nummer hinzu und musst dann machen, nach jedem Anmelden immer auf deinem Handy einen Code eingeben. Und ein Schüler, der lieber anonym bleibt. Deswegen ist es auch durchgeschrieben, weil er einfach anonym bleiben. Mhm. Deswegen hat und dieser Idiot, ne, er hat es einfach nicht geschafft, es zu machen. Ja, wir können das Artwork jetzt zeigen. Das Artwork zeigen, okay. Da. Das machen wir auch gleich nach, also selber. Ja. Guck mal, das bin jetzt ich und das ist der Schüler. Ja. Und dann sag ich, was ist los? Und dann sagt er, ich hab Steam Mobile Authenticator hinzugefügt, während er weint. Das sehen wir auch in einem Smiley. Und dann sagt er, und jetzt ist es angeblich kaputt oder so, meint er, weil ich mich mit ihm über WhatsApp unterhalten habe und er Hilfe dabei gebraucht hat. Dann musste ich kurz los und dann hat er auf einmal angefangen zu heulen. Und dann hier, dass kein Codes generiert werden. Und dann sag ich, was hast du gemacht? Ja. Ne? Und dann sagt er, es kommen keine Codes, sondern Steam mit Schild. Und sonst, wenn ihr keinen Account gehabt, und dann das kommt Steam dann mit Schild, das Steam-Symbol und das hier dann das Steam Schild. Mit Schild. Und er sagt, oder dann kann man das Gerät nicht bereit. Ja, immer wenn er den Authentificator entfernen wollte, Mann, Edis, es geht nicht! Er hat einen Screenshot geschickt und dann ist er da, das Gerät ist nicht bereit. Sie können diese Option von hier nicht machen. Ja, okay, jetzt machen wir es nach. Okay, jetzt sag mal. Ne, wer willst du sein? Der Schüler oder willst du ich sein? Ich. Ja, du bist der Schüler. Ja, ich bin der Schüler, ja. Okay. Was ist los? Ich hab Steam Mobile Authenticator hinzugefügt. Und immer wenn ich mich anmelde, werden keine Codes generiert, sondern Steam Rups Steam mit Schild. Was hast du gemacht? Ja, immer wenn ich mich jetzt anmelde, kommt das Gerät ist nicht bereit. Ist dein Steam kaputt in Anführungsstrichen? Ja, mein Steam ist kaputt. Warum vor allen Dingen sagt er, mein Steam ist kaputt, es funktioniert nur alles, nur er hat diese scheiß Zwei-Faktor-Authentifizierung irgendwas falsch gemacht, Mann. Ja. Das ist so einfach, das hätte selbst ein Fünfjähriger gekriegt. Ich hab's sogar gekriegt. Der kann sowas am wenigsten, also da braucht er immer Hilfe und selbst er hat's hingekriegt. Ja, dann Praktikum-Geschichten. Wir waren vor... Zwei Wochen, glaube ich, ja, waren wir im Praktikum und da gab es so drei so eine Asozialen, einen ganz besonders ja. Asozialer, das und war, der hat richtig dumme Sachen gemacht. Das war bei Farbe und Raumgestaltung. Farbe und Raumgestaltung, da haben wir ein Praktikum ja. gemacht, wo wir dann so quasi ja. Wände ja. angestrichen ja. haben. Ja. Und der Hausbilder ist ausgerastet. Ja, er ist so behindert einfach nur. Er ist richtig ausgerastet. Ja. Und zwar davor haben diese Asozialen richtig die Scheiße gebaut. Ja. Ja, und dann als sie so viel Scheiße gebaut haben, also haben die hier mit weiße Farbe, weil damit irgendwie die ganze Zeit auf dem Boden so lag. Ja. Und dann haben alle so laut geredet, so laut. Hat er dann gemacht, ausbilden. Ja. Oder hat er Radio einfach ausgemacht, weil. Nee, oh, nein, er nee. Hat Radio nicht ausgemacht. Ja, eigentlich war das ja so, wir hatten immer so ein Radio und der meinte immer so, ja, ohne Musik im Arbeitsplatz ist ja eigentlich nicht so toll. Also lieber mal Radio mal. Ja. Ja, und dann meint er, aber wenn ihr Scheiße baut, werde ich dieses scheiß Radio runterstellen. Wir haben richtig viel Scheiße gebaut und er hat es nicht gemacht. Dann am nächsten Tag? Nein, das war am Ende. Ne, war das am ersten Tag mit der Farbe? Am zweiten. Ja, also dann am Ende des zweiten Tages. War das, ja. Ja. Dann am nächsten Tag, also dritten Tag, ja. hat er zu dran, asozialer, hat er dann so einen Strich an die Wand gemacht. An so eine Wand, in so einem Pausenraum, ist der Ausbilder, jetzt ist es vorbei. Ja, hat dann da hat er Radio ausgemacht, da hat er Foto davon gemacht. Der Asoziale. Nein, der Ausbilder. Oder der Ausbilder. Ja. Der ist auch unser Schuldirektor. Der hat die angeblich auch beleidigt, angeblich auch.
Ende des zweiten Tages. Ja, da haben die ihm angeblich Kanacken genannt und am Ende des zweiten Tages ist es so krass ausgerastet. Ja. Es war sehr traurig, aber auch sehr lustig, muss man sagen. Zum Beispiel hat er gesagt, das ist mein Grundstück hier und da kann ich bestimmt... Ihr seid die Gäste! Ja. Was soll euch später euch auswerden? Habt ihr heute schon mal so einen Praktikumsplatz zu suchen? Und da habe ich mich dann so gemeldet und so, ja, was ist mit dir? Wo willst du dein Praktikum machen? Ja, meine Mutter arbeitet in einem Pflegeheim und ich möchte... Nein, nicht über Verwandte! Einen richtigen Praktikumsplatz! Euch geht es einfach so gut! Eure Eltern wischen euch den Arsch ab! Und bei euch steht die Playstation! Und damit hat er Unrecht, bei mir steht keine Playstation, bei mir steht eine Xbox. Bei mir steht meine Xbox oder Playstation. Nicht meine Xbox. Eine Wii U ist es. Eine Wii U. Wer spielt mir das schon noch mit der Wii U? Auf jeden Fall ist er ausgerastet. Ja. Oder einmal auch weiße Farbe an Blau und Rot und so reingemischt. Ja, viel zu viel reingemischt. Und ihr wisst, es ist nicht aufgefallen. Ja. Einmal hab ich das gemacht, nachher hast du es einmal auch gemacht. Oh. Das reingemischt. Und einer von den anderen hat er das einfach weggemischt. Also so gerührt, dass er so weggeht. Dass man das nicht mehr sieht. Ja, das war's. Da kommt jetzt Yum-Yum-Öl. Und zwar kennt ihr ja bestimmt Yum-Yum. Das sind so eine... Kein Werbung für Yum-Yum? Keine Werbung für Yum-Yum. Das sind so eine Instant-Nudeln. Die sind sehr bekannt halt. Die kann man sich ganz schnell zubereiten und die schmecken auch geil. Und es gibt immer so Leute aus der Klasse, die essen das irgendwie ohne das zu kochen, ne? Also es sind dann so quasi so Chips. Und da gibt's dann immer so Öl und das ist ja eigentlich für die Zubereitung gedacht. Eigentlich ist das so Gewürz. Das Gewürz packen man immer so rein und isst man das dann wie so Chips. Das haben wir, das haben mein Bruder und ich auch immer oft gemacht, ne? Und da hat jemand, wir haben so einen Adventskalender. Jeder kriegt mal so eine Schokolade, ne? Ja. Und so ein Rubbellos dazu. Ja. Ich weiß, Glücksspiel ist ab 18, aber unsere Lehrerin hat uns das gekauft, also Ist es ja noch legal. Und dann, hat dann irgend so ein Typ so eine Ölpackung in so einem Adventskalenderteil rangemacht. Ich glaube Nummer 16. Nummer 16, ja. Also in 4 Tagen wird irgendeiner... In 4 Tagen, ich wette, ich bin das, der das kriegt. Ja, es wäre irgendwie Zufall. Ja, nein, das war kein Zufall. Guck mal hier, dein cooler Schuh. Mann, ich will Schuh zeigen. Dein kaputter Schoko-Weihnachtsmann. Und zwar lag ein Schoko-Weihnachtsmann, weil er erstmal in so ein Türchen nicht reingepasst hat, auf den Boden. Und da hat jemand draufgetreten. Und jetzt ist es kaputt. Jetzt ist so ein Loch drin. Ja. Und am 24. kriegt dann irgendjemand einen kaputten. Ich dachte am 14. Oh nee. Ah nee, am 20. weil da der letzte Tag ist. Yay! Da bekommt der einen kaputten. Ja, ich bin der kaputte. Dann, Pinguine können nicht schwimmen. Ja, es gab so eine Matheaufgabe mit so einem Pinguin. Und da habe ich verwechselt, dass Pinguine sind ja Vögel, die nicht fliegen können. Und ich, Idiot, habe es erstmal so verwechselt, dass sie nicht schwimmen können. Aber Chris-Pinguine können auch nicht schwimmen. Genau. Ja. Tauchen, weißt du das? Ja, doch, das können die. Ja, das können die, ja. Dann, Mathelehrerin. Erzähl du das. Nee, das erzähl du, kannst du besser. Das wird mir ein bisschen lustiger. Und zwar, guck mal, wir haben jetzt hier so, wir besprechen gerade Mathe, negative Zahlen, also minus 5 und so. Ja. Und dann hat sie auf so einer elektronischen Tafel, hat sie die Pluszahlen mit rot geschrieben, weil minus ist ja rot eigentlich. Ja, oder hat sie das quasi vertauscht, oder? Weil dein Schüler, ja, aber sie haben das hier in der falschen Farbe gemacht. Und dann alle sind so still. Guckt sie so verwundert? Denn der nächste mache ich, da ist die Lehrerin auch ausgerastet. Ja, was ist ausgerastet? Sie hat so einen Anfall gehabt. Ich ich kann das besser. Ja. Wenn man so ein Schüler hat, sie kommt und macht sie. Und alle waren still. Ja. Ja, dann müssen wir mal kurz cutten, weil fast die 10 Minuten wieder voll sind. Nein! So, dann geht's jetzt weiter. Warte, und hier sehen Sie eine Hand. So, jetzt geht's weiter mit Toilettenterrorist. Was denn jetzt? Erzähl! Ja, das war hier so ein Schüler, der ist hier so auf Toilette so gegangen. Ein Araber war das. Ja, der hat auf jeden Fall da so rumgeschmissen, halt irgendwie so. So mit Wasserbomben. Ja, und hat der geilste Lehrer, der aktuell leider noch nicht da ist, gesagt, dass er Toilettenterrorist ist. Weil Bomben und Wasserbomben und Araber. Dann das hätte zwar nichts mit Schulgeschichte, das war lustig. Von Formel 1 und 10 ergibt Easter Egg, wo Valtteri Bottas man fahren kann. Das habe ich mir nicht ausgedacht.
Das ist, gibt's wirklich. Und zwar müsst ihr in Formel 1 2010, damit ihr Bottas spielen könnt, müsst ihr Hamilton Hamilton ausfüllen und dann Pfeil nach oben und Leertaste drücken. Und dann kommt eine Stimme, Bottas! Schreit der Hammer laut Bottas, ne? Und dann auf einmal seid ihr im Rennen ganz plötzlich in der Hölle und seid mit Bottas, musst dann vor Hamilton, der dann so wie so ein Teufel aussieht, schnell wegfahren. Und wenn ihr das geschafft habt, könnt ihr Bottas spielen. Dann wird's dann, Dann jetzt kommt ja was mit der Schule. Nutella schimmelt an der Wand. Das war irgendwie auch so irgendein Schüler. Neunklässler. Der hat halt so Nutella-Brot oder was immer gehabt, der hat an Wand geschmiert. Wenn ich nächstes Mal Nutella hab, mitnehme, ich glaube echt nicht, ob ich noch Nutella zu Hause hab, mache ich das auch. Dann schimmelt er so richtig runter und alles. Ja, sieht aber eklig aus. Da, Bismarck. Die kennen ja alle sicherlich die Getränkefirma Bismarck. Ja. Ja, und da haben wir ein bisschen heute mit Weltkunde geredet. Bismarck, das ist ja... Was war Bismarck noch, ne? Ich weiß nicht. Also sind wir irgend so ein Typ aus Weltkunde, sagen wir mal so der Bismarck. Und da hat also so über deutsche Geschichte war das. Ja. Dann gibt es ja eine Bismarck-Getränkemarke und da haben wir alle gelacht, weil es gibt nämlich einen Schüler aus unserer Klasse, der hat immer so ein Getränk mit und diesen Pfandbaum, den klebt er immer an den Rücken ran. Ja. Das ist Bismarck. Ja. Dann Martini. Martini. Kennt ihr, das habe ich heute ausgelöst, den Lachflash von vielen. Und zwar, was meint die Lehrerin, was ist ein Martini? Da habe ich mich gewählt, ein Cocktail. Eigentlich ist es ja, was war Martini nochmal? Das hat auf jeden Fall auch irgendwas mit der deutschen Geschichte zu tun. Ja, irgendwie Martini bis Weihnachten oder so. Ja, Martini bis Weihnachten oder irgendwie sowas. Ja, aber auf jeden Fall, später hat die Lehrerin okay Google gemacht. Okay Google, zeig mir Martini. Zeig mir Martini von Weihnachten. Denn hier sehen Sie ein Rezept zur Cocktailzubereitung. Martini. Kennt ihr das? Oder irgendwas mit Mars oder so? Mars Disco Martini Track oder Nummer 3. Space oder Space Track Nummer 33. Kam dann. Bestimmt jetzt bei den Alben, die jetzt okay Google gerade haben, der hat bestimmt okay Google angegangen. Mit den Leuten jetzt bestimmt. Okay, ja, okay Google, zeig mir. Nein, sag nicht so oft okay Google, dann geht das jedes Mal Smartphone an. Echt? Ja, wenn ich hier das Video jetzt angucken, also jetzt, die sich das gerade angucken, die haben jetzt bestimmt dieses Film. Okay Google. Okay, jetzt müssen wir. Jetzt okay Google. Wetten, ich lese bestimmt 10.000 Mal in den Kommentaren nachher. Ey, wenn 10.000 Kommentare nachher im Chat stehen, bei mir hat sich okay Google ausgelöst, dann kommt neue Schuhgeschichten. Okay Google. Okay, zurück zum Thema. Guck mal hier, das habe ich auf dem Boden gefunden. Was ist das? Was ist das? Über so ein Dartpfeil, jetzt mach's weg. Ja. So, dann in der Klasse furzen. Das ist, also, das und zwar, ich habe nämlich heute in der Klasse laut gefurzt. Das war ein Fehler. Und so dachte ich, dass gleich alle so hammerlaut reden werden. Deswegen habe ich den versucht, dann unbemerkt rauszulassen. Aber ich konnte den nicht mehr halten. Und dann, ja, hat es halt jeder gehört, aber... Ich habe so getan, als hätte ich nichts gehört und wäre nichts passiert. Ja, also mittlerweile ist ja schon wieder krass über die Sache gemacht. Ja, das hat wieder nicht zur Schulgeschichte, aber zum Beispiel Download-Geschwindigkeit 45 Minuten und plötzlich ist es einfach nur 3 Minuten. Ich habe mir gestern sowas runtergeladen. Da ist ja da 45 Minuten verblieben. Ne? Ich gucke so nach unten wieder, auf einmal 3 Minuten. Warum? Jetzt Schülerin während Schulzeit bei Subway. Also das ist so ein Gerücht, dass eine Schülerin irgendwie die Schule schwänzt und bei Subway abhängt. Und die meinten so, ja, die will bestimmt zeigen, dass sie reich ist, weil Subway ist ja schon eher teurer, eine 30 cm Sandwich. Wie 12 Euro oder so? Ne? Ja, aber das soll halt mal krass schmecken. Ne? Ja. Aber und dann halt, ja, hängt sie halt bei Subway ab, ne? Während der Schulzeit dann die denkt, Digga, ich bin Gangster und ich hab Geld. Okay. Dann Butterkekse, Apfelsaft McDrive bestellen. Das erzählst du. Ja, dass ich angeblich... Du isst nur Butterkekse und Apfelsaft, du magst nichts. Angeblich nichts. Er mag nicht mal Cola. Dass ich angeblich nichts mag und deswegen mit meinem Auto, ich hab nicht mal ein Auto, aber egal. Mein Fahrrad. Ich hab nicht mal ein Fahrrad. Ja, beim Stuhl. Mit meinem Stuhl eben. Ja, mein Stuhl im Drive-In. Im Drive-In. Und hier so, ja, rollst du dann so dann, zwischen den Autos. Ja. Ja. Und dann, hallo, was möchtest du bestellen? Ja, Butterkeks Apfelsaft. Aber nö, haben wir nicht im Sortiment. Nö, haben wir nicht im Sortiment. Gehen Sie lieber nach rechts zur Butterkeks und Apfelsaftanstalt. Ja. Und nimm sein Backchicken und in die Tüte reingreifen, damit das so zermatscht ist.
Ja. Ja, stimmt, das ist ja mein Bruder. Dann irgendeine Mutter von so einem Schüler hat was über KFC gegangen. Boah, KFC ist ja berühmt für ihre Sachen mit Chicken. Ja. Und dann war sie so bei Chicken, bei so, Chicken Wings, sie war bei Chicken Wings. Sie war so bei KFC und fragt, gibt's hier irgendwas mit Chicken? Bei mir gibt's hier irgendwas mit Hühnchen. Hühnchen. Kentucky Fried Chicken heißt das! Ja. Mann! Kentucky Fried Chicken, was kann man daran nicht verstehen? Ach ja, wie schlau heute mal mit da sind. Ja. KFC Kentucky Fried Chicken, den gibt's auch. Kentucky Fried Chicken, gibt's für irgendwas mit Chicken. Ja! Ja, das waren meine Schulgeschichten. Willst du was sagen? Ich sage, abonniert Comedy des Purs. Und ja, wir chillen gerade im Zimmer. Und das ist richtig geil. Und wir spielen jetzt ein Ründchen GTA San Andreas. Und dann spielen wir ein Ründchen Team Fortress. Ja, das aber nachher nicht aufgenommen wird, leider. Nee, man, ich habe jetzt überhaupt keinen Bock, noch was aufzunehmen. Ja, hab mal jetzt gehört. Ja, und jetzt bis zum nächsten Video. Kentucky Fried Chicken.